Wieder ein paar auf meinem Befehl. Sachen. Mir nach. Gebt das Befehl Zeichen. Verstanden. Alles klar. Auf meinem Befehl. Folgt mir. Gebt das Zeichen. Marschbefehl. Befehl verstanden. Auf mein mir Kommando. Nach. Sie schlagen zu. Oh, hier wäre nochmal ein riesiger Vorrat Aria, aber den brauchen wir ja zum Glück nicht. Oh, und hier ist unser Dämonen-Ding. Bereit für den Kampf. Offen halten. Bin unterwegs. Achtung! Jawohl! Gebt das Zeichen! Kämpft! Erwarte Befehle! Vorsicht! Erwarte euer Kommando! Mein Greif wurde verletzt! Zurück mit euch! Erwarte euer Kommando! So, die machen hier schon kaputt. Sie haben Kämpft. Es auf uns abgesehen! Jawohl, alles klar! Befehl verstanden! Hierin schütze uns! Auf meinem Befehl. Zur Ehre Aonias. Kämpft! Sind auf Feinde gestoßen! Erwarte euer Kommando. Verstärkt die Verteidigung! Sie schlagen zu! Da ist das Portal. Bleibt standhaft! Jawohl, Marschbefehl. Feindkontakt! Sie schlagen auf zu! Auf mein Kommando! Vorwärts! Bleibt standhaft! Verstärkt die Verteidigung! Ja, der mumifizierte Waffenmeister, wenn er so angegriffen wird ohne Paladin, hält doch schon was aus. So. Auf meinem Befehl. Vorwärts! Sofort! Schnell! Sofort! Gezeitenschild. Mir nach! Und los! Marschbefehl! Verstärkt die Verteidigung! Hier! Zeit zu sterben! Nicht auf die... Vorsicht! Sie sind hier! Der eine Prätorianer, der geht ganz gechillt vorbei. Okay. Sind auf Feinde gestoßen! Zeit zu sterben! Oh, er hat's gemerkt. Kein Kontakt sichern! Auf mein Zeichen! Und los! Vorsicht! Sie sind hier! Erwarte Befehle! Auf mein Kommando! Mir nach! Schnell! Nichts Besonderes? Jawohl! Alles klar! Augen offen halten! Noch mehr Erfahrungspunkte, sehr schön. Ja, können wir jetzt mal in Ruhe. Kinder des Windes. Ihr habt Kartei erreicht. Die Stadt wird stark umkämpft und die Uru und ihr Volk, die Kinder des Windes, können den Angriff kaum noch standhalten. Ja, jetzt sollte ich erstmal die Schar wegmachen. Achtung!
So, das ist das zweite Banksiegel. Vorsicht! Eisenholzschild. Auf meinem Befehl. So, jetzt aber. Ja, das hatten wir. Rettet die Uru und ihr Volk vor den Angriffen der Untoten. Untote belagern die Stadt Katai und versuchen, die Uru zu vernichten. Ihr müsst den Belagerungsring durchbrechen und die Uru schützen. Zerstört die Lager der Untoten vor den Toren der Stadt. Die Untoten haben bereits befestigte Lager errichtet, von denen aus sie Katai angreifen. Ihr müsst sie zerstören, um die anhaltenden Angriffe auf Katai zu stoppen. Nutzt das versteckte Portal, um die Stadt zu gelangen. Die Grenztore um die Stadt sind verschlossen. Eure Armeen können nicht hinein. Die Tore können nun von innen von der Stadtseite aus geöffnet werden. Ihr müsst mit dem versteckten Portal in die Stadt reisen und doch die Tore von innen öffnen. Und los! Bereit! Mir okay. Nach! Ja, die Tore haben wir bereits entdeckt. Wenn, dann öffnen wir wahrscheinlich das untere Tor diesmal. Einsatzbereit! Haben Paladin verloren und was noch? Zwei Kleriker. Zwei Kleriker, ein Paladin und Profis. Erwarte euer Kommando. Auf mein Mir Kommando. Nach für die Rune. So, dann machen wir das noch weg hier. Vorsicht! Für die Freiheit! Mir nach! Mir nach! Vorwärts! Unsere Jäger scheinen immer noch gut bei der Jagd zu sein. Auf mein Kommando. So, als nächstes hier clearen. Folgt mir. Bringen wir es zu Ende. Kämpft! Sie haben es auf uns abgesehen. Zeit zu sterben. Zurück mit euch. So, bevor der Respawn anfängt. Kein Kontakt! Ja, hier wuchs einmal ein Baum. Alles ist verdorben. Da ist noch fruchtbare Erde. Wir Samen platzen den Samen ein. Die Lebensalbe schießt. Der Baum verdrängt die Reste des Alten. Der Ort ist gereinigt. Flop. Auf mein Knöchel! Erwarte Befehle. Bereit für den Kampf. Auf mein Zeichen. So. Mir nach. Bereit für den Kampf. Marschbefehl. Gut, das wäre auch erledigt damit. Also wir haben heilige Stätten, die in Katar jetzt auch gereinigt. Hier ist das Portal. Es führt direkt in die Stadt. Und ja, wenn ich wieder in
Imperia bin, dann lasse ich auch mal den Schild schmieden. Und ja, wenn wir durch das Portal marschieren, dann verlieren wir auch wieder all unsere Kontrollgruppen hier oben. Erwarte euer Kommando. Ja, da gibt es nochmal 10 Paladine. Okay, gehen wir durch das Portal. Ja, da sind unsere Kontrollgruppen weg. Questbuch aktualisiert. Helft dem Karl der Kartei im Kampf und sprecht dann mit ihm. Der Karl, der Anführer der Kartei, kämpft alleine gegen die Untoten in der Stadt. Helft ihn und befragt ihn dann zur Lage in Kartei. Sucht die Uhu im Osten und sprecht mit ihr. Die Uhu ist mit dem Rest der Kartei aus der Stadt nach Osten geflohen. Findet sie und sprecht mit ihr über die Lage. Öffnet die Grenzen für Armee. Nun müsst ihr eure Armee nachziehen, um die Stadt zu befreien. Kämpft euch von der Stadtseite aus zu den Toren durch und öffnet sie für eure Truppen. Wie gesagt, ich gehe unten rum. Erstmal heile ich den. Zeit zu sterben! Verteidigt euch! Gut, erstmal muss das Grab hier weg. Zurück mit euch! Verteidigt euch! So, den wieder heilen. Achtung! Dass er mitkämpfen kann. Achtung! Zeit zu sterben! Das ist jetzt echt die Frage, gehe ich hier oben rum? In der Hoffnung, dass... Naja gut, ich kann auch hier unten rumgehen, die Gruft zerhauen. Wer seid ihr? Freund oder Feind? Ich bin hier, um eure Stadt von den Untoten zu befreien. Ist das freundschaftlich genug? Ja. Ihr müsst der Sturmbote sein, den uns die Uhu prophezeit hat. Der Runenkrieger aus dem Norden. Die Uhu sagte, ihr würdet uns befreien. Die Uhu, wo ist sie? Sie hat die Überlebenden meines Volkes nach Osten gebracht. Dort wollen sie eine zweite Verteidigung aufbauen. Aber ich fürchte, sie sind bereits umzingelt. Euer Volk? Warum seid ihr dann noch hier? Ich bin der Karl, Führer der Kinder des Windes, die er auch Kartei nennt. Dies ist meine Stadt und ich werde sie zurückholen. Meine Ahnen und die Winde werden mir die Kraft geben. Ich werde eure Stadt beschützen, Karl. Geht zu eurem Volk. Es braucht euren Schutz eher als diese Gemäuer. Hatei! Ihr seid wahrlich der Sturmbote. Hört, sucht die Uhu auf. Sie wird euch die Jäger ihrer Wache als Unterstützung geben. Mit ihnen solltet ihr es leichter haben, die Stadt wieder einzunehmen.
Hier in der Nähe gibt es auch eine Heldenstätte der Rune. Vielleicht könnt ihr sie nutzen. Eure Stadt gehört bald wieder euch, Karl. Gut. Ich werde mein Volk von euch berichten. Viel Glück, Sturmbote. Möge sich euer Schicksal erfüllen. Gut. Ja, das heißt, wir gehen hier unten am Kampfplatz entlang.